Heili, hallo Freunde, hier geht's weiter in Risen 2. Wir haben den späten Abend, nennen wir es mal den Abend. Wir haben noch nicht nachts. Also, um Max zu verfolgen, das geht nur nachts. Brauchen wir noch ein bisschen. Wir lesen das hier könnte interessant sein. Am nächsten Tag erwachte er mit einem Kater und das fehlte ihm der rechte Stiefel. Da er sich an nichts erinnern konnte, suchte er tagelang vergeblich. Beim nächsten Saufgelage stürzte er vor der Westküste Antiguas über die Reling und blieb verschollen. Der linke Stiefel gilt seither als verflucht. So, so. Da oben steht noch so eine... Na? Rot bekleidete Dame. Lola heißt sie. Wir stecken erstmal alles ein. Die wird uns schon nicht umbringen. Ahoi, schöner Mann. Hatten wir zwei schon mal das Vergnügen? Bis jetzt noch nicht. Hui, das sollten wir unbedingt nachholen. Später vielleicht. Och Mann. Nicht so viel quatschen. Hauptsache mit ihr können wir nicht weiter interagieren. Mach, dass du wegkommst! Da wurden schon die Messer gezückt. So, Buß, zählt das schon als nachts? Komm. Ich bin bereit, Meeks zu verfolgen. Gut. Er geht los. Das zählt also schon als nachts. Auch wenn es noch nicht so richtig dunkel ist, aber... Donner rülpst erstmal übel laut. Schade, die können alle Bier saufen, aber wir können sowas ja gar nicht. Weil wir sind so krass, bei uns ist Bier nur Proviant. Das ist genauso gut wie ein Apfel. Oder eine Banane. Oder so eine Beere. Bier ist halt einfach ein Grundnahrungsmittel. Daddy, du bist da. Ich habe einmal den Fehler gemacht und bin mit ihr beim ersten Mal direkt da zum Stallbad gerannt. Er ist da. Und dann war Patty einfach weg. Cool. Nee, gar nichts. Das habe ich beim zweiten Mal gemacht. Weil ich sie loswerden wollte. Beim ersten Mal habe ich sie hierbei auch mit dabei gehabt. Da habe ich mir nämlich den Arsch abgelacht. Hoppala. Blake, was geht? Der hat einen geilen Säbel. Den hätte ich gern. So, wir haben es gleich geschafft. Jetzt. Beste Sequenz überhaupt. Der Held versteckt sich so richtig krass hinterm Stein und Patty steht einfach daneben. Finde ich schön. Er dreht sich um und er sieht niemanden. Weil, ich meine, die rote Hose von Patty, die kann man schon mal übersehen. Seht ihr da hinten ganz rechts am Bildschirm? Da ist der Held. Und, oh, man hat Patty jetzt nicht gesehen, aber die steht noch ein bisschen weiter rechts daneben. Was hast du für mich? Stahlbart ist hier, aber nicht mehr lange. Er sucht eine Waffe und wird bald wieder aufbrechen. So, und was weißt du noch? Seine Tochter ist angekommen, aber nicht alleine. Sie hat jemanden mitgebracht. Ist er gefährlich? Aber hallo, sind wir gefährlich. Keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern.
Du kannst ja nicht mal auf dich selbst aufpassen. Was? Jemand ist dir gefolgt. Ich schneide dich in Streifen! Paddy ist auch mit von der Partie. Oh, die Versunkenen, die gehen voll ab. Wir gehen kurz zu Paddy und kloppen ihm einmal eine rein. Dass er das Ziel wechselt. Dann schlägt Paddy wieder von hinten rein. Komm, Paddy. Jetzt klatsch ihm halt in den Arsch, mein Gott. Wo ist das Problem? Geht doch. Komm, in den Hintern. Boah. Voll eine mitgegeben. Da sunken denn die Wirbeln aber auch rum mit den Äxten hier. Er wechselt auch sein Ziel einfach wie ein junger Gott. Du hast dich mit einem Verfluchten aus dem Meer angelegt? Ei, das Ding hält auch nicht mehr aus als ein Mensch. Das gefällt mir nicht. Und wir hoffen, dass nicht noch mehr von diesen Typen auftauchen. Oh, von denen gibt's noch ein paar. Vor allem wir haben uns damit angelegt. Ist klar. Wir haben unseren Rum wieder. Also. 20 bis 40. Eigentlich sollten wir mal die Machete nehmen. Da haben wir nur eine Nuss. Mal langsam hier. Wir haben Dingens gefunden, ne? Ring des Inquisitors. Früher trugen die Inquisitoren so einen Ring. Wie viele Inquisitoren gab's denn? Muskete und Kugelsicher. Das nehmen wir mit. Und jetzt raus aus der Dunkelheit. Aber wir könnten erst noch bei Alistair einmal schleichen gehen. Also. Nö, er hat nichts für uns. Bei Alistair einmal kurz einsteigen. Irgendwie wollte Morris da über den Balkon rein. Ich hab mich mal umgehört. Du bist wohl über den Strand gekommen. Ja, und? Ich will nicht, dass sich hier fremde Gestalten einschleichen, die Ärger machen wollen. Ich bin nicht auf Ärger aus. Aber wenn mir einer dumm kommt, dann gibt's aufs Maul. Nichts gegen den kleinen Kampf. Wobei du nicht so aussiehst, als könntest du ordentlich austeilen. Dann zeig mir, wie ich's besser mache. Wegen mir? Aber stellt sich raus, dass du hier bist, um uns zu verarschen, hau ich dich so um, dass du nicht mehr aufstehst. Kapiert? Ei. Geil. Warte mal. Wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin Hank. Ich pass auf die Mädels auf. Und? Du hast dich mit Holly amüsiert. Das kostet dich eine Kleinigkeit. Was will er denn jetzt? 100 Goldstücke. Ich hab nur mit dir gesprochen. Hey. Wie du deine Zeit mit ihr verbringst, ist nicht mein Problem. Hör ich deinen Schnauze jetzt. Vergiss es, du kriegst von mir gar nichts. Das sagen sie alle, aber am Ende bezahlen sie doch. Also gibst du mir das Gold freiwillig oder muss ich es aus dir rausprügeln? Du kannst es ja mal versuchen. Arme Irrer. Komm zur Sache. Meine Fresse, hey. Er hat Probleme. Weiter so. Worauf wartest aber du? Aber ich bin noch nie über den Strand hier reingelaufen. Yo, er schmeißt einfach mit einem Messer nach Komm uns. Komm zur Sache. Worauf wartest du? Deswegen kannte ich den Dialog gar nicht. Komm zur Sache. Ich meine, Fans macht auch so das Tor auf, das ist jetzt nicht krass oder so. Aber dass Curtis darauf eingeht, muss ich sagen, das ist sehr gut. Das finde ich... Schön, vergessen wir das mit der Kohle. Alles klar, er rennt zurück auf seinen Platz. Jetzt geht er weinen. Ah, ne. Geht hier weiter torkeln.
Meeks war ein Verräter. Was sagst du da? Er hat Kontakt zu einem Versunkenen aufgenommen. Hast du die beiden erledigt? Klar. Ja. Ich wusste, dass diesem Dreckskerl nicht zu trauen ist. Wenn er gemeinsame Sache mit den Versunkenen macht, kann das nur eins bedeuten. Garcia, dieser niederträchtige Sohn einer Schlange, steht auf Maras Seite. Ich habe mich bisher aus dem Krieg der Piraten rausgehalten. Aber wenn Versunkene und tiefe Wesen nach Takarigua kommen, dann bedeutet das großen Ärger. Eins sage ich dir. Lässt Garcia sich hier nochmal blicken, werde ich ihm den Schädel einschlagen. So. Hier, das ist für dich. Geld? Und erzähl Stahlbart davon, Kaching. Wenn du es noch nicht getan hast. Er sollte darüber Bescheid wissen. Wie viel Geld haben wir jetzt? 577. Geh da hoch. Nicht runter. Hoch. Ja, STRG gar nicht gedrückt halten. Sieht er das? Er ist halt echt im Tisch versunken, ne? Nicht nur so ein bisschen, sondern so komplett. Das Problem ist, zu Boost kommen wir immer noch nicht rein. Denn er hockt da saublöd. Man kann ihn auch ablenken von Lola oder so ist das dann. Ja, gut. Vom Brennen verstehe ich nichts. Davon versteht er nichts. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn anquatschen können. Ja, was machst du hier? Jedenfalls laufe ich nicht durch die Gegend und quatsche jeden an. Jetzt komm. Sondern? Ich brenne den rum. Und solange du nicht irgendwas dazu beitragen kannst, schwirr ab. Raus hier! Alles klar. Mach, dass du wegkommst! Gucken wir mal, was der Hut kann. Ja, der ist besser. Aber einschüchtern ist weniger. Wie haben wir denn einschüchtern? 15. Könnte sein, dass wir das bei Pedro brauchen. Wir können aber pennen gehen. Patty, warte mal. Wieder zurück. Kommando zurück. Lass dich bloß nicht erwischen. Was? Du bist anscheinend neu hier. Also bleib lieber unten. Er brennt ja auch den rum. Weil Boos oben sein Zimmer hat. Und Alistair passt drauf auf. Erst letztens hat irgendwer versucht, das Zimmer von Boos zu plündern. Das war eine ganz schlechte Idee. Und was machst du hier? Ich bin Elia. Ich brenne Schnaps. Kennst du Rezepte? Klar. Natürlich nicht alle. Momentan versuche ich mich an Bloody Mary. Das ist harter Stoff. Welchen Effekt hat Bloody Mary? Wenn du am Boden bist, gibt's nichts Besseres. Das Zeug baut dich wieder auf. Lass es einfach wirken. Kann ich einen haben? Geh zu Boos. Kannst du mir das Bloody Mary-Rezept besorgen? Die wichtigste Zutat ist die Blutwurzel. Wenn du mir 10 davon bringst, kriegst du das Rezept. Na toll. Ich bring dir die Wurzeln und dann stehe ich mit leeren Händen da. Hey, nichts ist umsonst. Aber du musst nicht alles sammeln. Ich habe meine Quellen. Woher kriegst du die Wurzeln? Ich habe da einen Deal mit Colby laufen. Einer von den Wasserträgern. Er besorgt mir Blutwurzeln und ich lass dafür rumspringen. Aber er hat sich schon länger nicht mehr sehen lassen. Er hält jetzt Wache am Tor. Ach so, du kannst ihn ja mal fragen. Vielleicht hat er ja noch welche für dich. Gut. Dürfen wir jetzt pennen? Nein, dürfen wir nicht. So ein Scheiß. Das war unser Bett. Dann pennen wir bei Stone. Hier ist doch jemand. Ja, natürlich ist hier jemand. Ich kann Langfinger nicht ausstehen, verstanden? Ja, komm mal her. Komm mal ein bisschen von deinem Bett weg.
Wir können einfach in seinem Bett nicht schlafen. Schlimmer geht's nicht. So eine Scheiße. Mach, dass du wegkommst! Ja, wir sind ja schon weg. Flanagan ist doch bestimmt noch wach. Jawohl. Der ist immer wach. Und der hat auch ein schönes Bett. Schön mit Kopf- und Fußteil. So mag ich das. Und Patty guckt uns dabei zu. Okay. Zurück zu Colby. Wir brauchen immer noch eine Karte. Ich hörte, du sammelst Blutwurzeln. Jetzt nicht mehr. Hast du welche? Für gewöhnlich lasse ich mir die mit Rum bezahlen. 3 Wurzeln für eine Flasche. Ich gebe sie aber nur alle auf einmal raus. Boah. Wir haben doch genug, oder? Hier. So wahrscheinlich, ne? Ja, haben wir. Okay, wir gucken mal in unser Logbuch. Pete's Schatzkarte. Ach ja. Ich habe ja noch gar keine Karte. Ich weiß, wo Pete's Schatz ist. Aber ich habe vergessen, wo wir die Karte herbekommen. Naja, gehen wir zurück nach Puerto Sacarico. Und lassen uns mal das Geld bezahlen für die... Na? Die 3 toten Molukken. Hier noch irgendwas. Ein Amulett. Stammeszeichen. Da ziehen wir an, weil es cool ist. Man sieht zwar gar nichts davon, aber naja. Rika, gab es ein Spiel, wo man das gesehen hatte? Es gab da eins, ja. Zusammen packen wir das. Nicht schlecht. Ja, Patty, kannst du mal sehen. Diesmal haben wir die weggemacht. La 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 la. Okay, voll abgeknallt. So, jetzt Termiten. Das ist geil, dass die Termiten hier Zeug rumtragen. Es gibt einfach Fernkampftermiten. Richtig nervig. Das haben die sich doch von Arcania abgeguckt. Aber finde ich lustig, dass es auch so Fernkampftiere gibt. Zack! Mit der Machete, ey.
Waren das alle? Ja. Einmal hier hoch, bitte. Jacks Leuchtturm gefunden. Direkt beklauen. Bevor wir mit dem reden, wird erstmal geklaut. Verschlossen. Trank. Da stehen auch ein paar Stiefel, die können wir auch nicht mitnehmen. Die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny aus und nahmen es an Bord. Das Prunkstück war ein wertvoller Handspiegel der Gouverneurstochter. Als sie zurückgekehrt waren, genehmigten sie sich erst einmal einen ordentlichen Schluck Rum. Bei einem Spiel gewann der Wirt jedoch den Spiegel und rückte ihn erst gegen einen angemessenen Preis wieder heraus. Interessant. Ahoi, Junge. Lässt du dir den Wind um die Nase wehen? Ich bin Jack, der Turmwächter. Wie könnte er auch anders heißen? Zur See gefahren. Und jetzt machst du dir einen ruhigen Lebensabend. Ha, schön wär's, Junge. Ruhig ist hier gar nichts mehr. Nicht seit die Termiten hier aufgekreuzt sind. Termiten? Wie? Ja, und jetzt kommst auch noch du. Und ich frage mich, was du willst. Ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen. Ich suche nach Captain Stahlbart. Na, wenn das so ist, dann sind so ein paar Termiten bestimmt kein Problem für dich. Und schon gibt's was zu tun. Schnauze auf den billigen Plätzen da drin. Ich komme von Boos. Er wartet auf die Zuckerlieferung. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie weg ist. Als mein Kollege aus Sakariko des Nachts kam, waren die Termiten am Strand. Tja, er wollte sie vertreiben und hat sie angegriffen. Hätte er es nicht besser wissen müssen? Nein, immerhin hat er es überlebt, aber die Viecher haben die Lieferung in ihre Höhle geschleppt. Verstehe. Wenn du die Lieferung findest, dann bring sie gleich zu Boos. Jawohl, machen wir. Du kennst bestimmt viele Geschichten. Natürlich, und sie sind alle wahr. Erzähl mir mal was von Takarigua. Ist eine schöne Insel, ruhig und beschaulich. Genau das Richtige für so einen Seebär wie mich. Die Inquisition war zuerst hier. Als die Piraten Wind davon kriegten, dass hier Zucker abgebaut wird, hat Boos sich hier niedergelassen. Und das Beste ist, er brennt seinen Rum aus ihrem Zucker. Das ist immer das Beste, ne? Einfach mit Geld von anderen Geld verdienen. Als die Inquisition stark wurde, haben sich die Piraten zusammengeschlossen. Alvarez hat damals den Rat der Kapitäne gegründet. Seitdem nennen sie ihn den Admiral. Aber irgendwas muss passiert sein, denn jetzt gibt es Krieg unter den Piraten. Ein Kapitän kämpft gegen den anderen. Was ist da los? Junge, frag mich nicht. Ich bin zu alt für Krieg. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe hab. Überschätze. Geschichten über Schätze wirst du so einige hören, wenn du aufmerksam bist. Neben Gold in Truhen gibt es viele legendäre Gegenstände, die über die ganze südliche See verteilt sind. Was sind das für Gegenstände? Besondere Gegenstände. Jeder von ihnen birgt ein Geheimnis. Jeder hat seine Geschichte. Aber allen ist gemein, dass sie ihrem Träger gute Dienste leisten. Von denen musst du dir unbedingt welche zulegen. Wir haben schon einen. Schon mal den Namen Mara gehört? Was sagst du da? Sprich diesen Namen nicht aus, das bringt Unglück. Ach komm, das ist doch Aberglaube. Hüte deine Zunge. Es gibt sie, die Wesen aus der Tiefe. Sie werden angelockt von denen, die ihren Namen rufen. Was weißt du darüber? Schluss jetzt! Darüber spreche ich nicht. Und du solltest das auch nicht. Wegen der Termiten? Ja, die Mistviecher lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Wo ist das Nest? Geh runter zum Strand und folg den Viechern, die da rumwuseln. Wenn du sie nicht angreifst, kannst du ihnen bis zu ihrer Höhle folgen. Greifen sie dich an? Nein, nein. Die Kleinen sind harmlos, solange man sie in Ruhe lässt. Nur vor den Großen musst du dich in Acht nehmen. Keine Sorge. Du kannst bald wieder ruhig schlafen. Wir kümmern uns um die Termiten. Dafür werde ich mich auch erkenntlich zeigen. Wunderbar. Patty ist auch dabei. Guck mal, Patty ist sogar... Sie freut sich, wenn wir
mit ihr zusammen. Wenn wir sie ausnutzen zum Viecher töten. Wir nehmen hier alles mit. Und wir müssen möglichst gut im Kämpfen werden. Das hat Vorteile. So, ab in die Höhle. Okay, hier ist richtig dunkel. Hier geht's wieder. Der kommt nicht so ganz klar. Komm, Paddy, jetzt schlag mal zu. Oh Gott, ich komme auch nicht klar. Zuckersack, Kiste. Ein von 7 Zuckersäcken haben wir. Da ist sonst auch nichts mehr. Zuckersack. Und Achtung. Guckt ihn euch an, wie er klettern kann. Und jetzt guckt mal, wie Patty klettert. Der Held könnte ihr auch ein bisschen helfen, aber naja. Was soll's? Ne? Schön laut hier. Er war immer noch geil auf uns. Ich weiß nicht warum, aber naja. Patty hat ihn ja ordentlich abgeknallt. Amulett. Das war, glaube ich, besser. Der Glücksbringer. Den nehmen wir. Gekauft. Moment, war hier ein Zuckersack? Oder ein Zuckersäckchen. Wie viel Zucker braucht man, um rumzubrennen? Ich habe keine Ahnung. Ist es viel? Ist es wenig? Ich weiß es nicht. Also ist das, was wir hier sammeln, genug, um jetzt, sag ich mal, ein Fass rumzubrennen? Oder brauchen wir mehr? Okay, Patty ist dabei. Eine fehlt dann noch. Jetzt muss ich die plündern. Guck mal. Beinahe übersehen. Es ist aber auch dunkel hier. Da. Also, dann noch eine Termite, bitte. Irgendwo rennt noch eine rum. Die schaffen wir noch. Hier? Ja. Achtung, Waldbrand. Das war's. Die Termitenplage. Die Fackel nehmen wir mit. Wir wollen ja hier schließlich nicht alles abfackeln. Wir denken an die Umwelt. Das ist ein Schwein. Das nehmen wir auch noch mit. So, Patty hat schon eine starke Pistole. Nehmen die Fackel mit. Sobald man Wasser betritt, lässt er die fallen. Jetzt schlawenzeln wir noch kurz hoch zu Jack.
geben die Quest noch ab. Dann haben wir das schön rund beendet für heute. Oh, steht da. Ich habe das Termitennest erledigt. Da bin ich dir aber dankbar, Junge. Bitte. Wie dankbar genau? Ja, ja, schon gut. Der alte Jack braucht ja keinen. So sieht's aus. Noch was. Falls du es noch nicht gesehen hast, da liegt ein Buch in meinem Turm. Könnte dich interessieren. Ja, sind immer voll teuer, immer die Dinger. Wir können die Bank nicht benutzen, das ist schade. Ist hier noch was? Nö. So, wir stellen uns einfach mal hier hin. Und mit dieser schönen Aussicht, Paddy, du machst das Bild ein bisschen kaputt. Mit dieser tollen Aussicht sind wir für heute durch. Ich danke wie immer vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei der neuen Folge Risen 2. Bis dahin haltet die Ohren steif. Ich rede gerade ganz schön schnell. Bis dann, ciao.